Meine letzte Chance, Wolf zu erledigen, war auf der Tiergartenlandebahn um 18.45 Uhr. Mir blieb nicht viel Zeit. Wolf zu stoppen bedeutete geradewegs zurück ins Herz von Berlin zu gehen. Da der Großteil der Stadt in Trümmern lag, war der einzige Ort für den Schuss wieder da, wo ich begonnen hatte. Ich musste wieder zum Brandenburger Tor. Die Stadt stand in Flammen. Die Schlacht tobte. Wie eine Vision der Hölle. Und irgendwo, inmitten dieses Feuersturms, wollte der Bastard in ein Flugzeug steigen, in Sicherheit fliegen und alle Geheimnisse des Raketenprogramms nach Moskau bringen. Es sei denn, ich konnte ihn aufhalten. Mit einem großen Headshot in seine Fresse. Ist das wieder dasselbe wie am Anfang? Oder? Ne, das ist anders, weil hier ist das Brandenburger Tor, glaube ich mal. Vermute ich, ich weiß es nicht. Okay, hier sind wir wieder und dann müssen wir uns wieder hier durchschießen. Neue Waffen oder sonstiges haben wir nicht bekommen, also legen wir direkt los. Direkt! Geht zum Brandenburger Tor. Okay. Okay, hier waren wir ja. So gar nicht, haben wir gar nicht angefangen, Song zu in der Nähe, wo wir ja angefangen haben. Ah, wir haben die schönen Bomben-Zempelite. Bomben. Leck mich. Sowas von am Arsch. Na. Ja, genau. Genau. So ein paar mehr Bomben fallen. Vom der schießt, könnte er denen nicht sagen, dass ich hier bin. Ist doch voll dumm. Oh, ist er tot. Habst du gestolpert? Bist du tot? Oh, das ist noch einer, fuck. Komm schon. Ich will eine Bombe einschlagen. So, und noch den Affen da oben. Und zack. Sag nicht, hier waren noch irgendwo welche. Ja, voll scheiße. Was ist das denn alles? Oh nee, oh verdammt. Cool. Nein, ich bin kein Hurensohn, Mann. Ah verdammt. Picken? Ja, ich versteck mich. Offenbar sehr gut. Und oh ne, dahin sind noch Arsch viele. Und was gibt's jetzt für Schönes? Ah, leider nur in die Brust. Oder in den Bauch. Das kann er mal schlucken. Ey, wohin geht er? Was macht der denn mit seiner Pistole da hinten? Versucht er mich zu treffen? Süßen. Mit seiner Mauser. Sack. Nichts mehr nachladen. Sterben. Jetzt wieder. Na, da. Komm raus. Ah, ist noch mehr. Uiuiui. Ah, da oben ist ein Sniper. Was? Ich treffe? Da will ich aber sehen. Au. Okay. Ich will eine Granate zuwerfen. Vielleicht können wir mit was anfangen. Also ich nicht.
Der hat doch voll ins Gesicht bekommen, muss auch. Kann auch keine Patronen oder so atmen. Okay, der ist gut in Deckung. Jetzt aber nicht mehr. Und da kommt der nächste. Und noch ein Geschütz ist einer, das habe ich nicht gesehen. Und jetzt ist die Sachenlage wieder sicher. Ja, hier komme ich leider nicht lang. Ich finde lustig, wie im Radio die Sniper-Lied die Musik läuft. Die Themen. Kurz auf die App gucken. Kann lustig werden. Es sei denn, ich habe schon alle hier weggefickt. Meistens gehen ja alle Soldaten in der Nähe ja direkt in den Kampf über. Also so ist es hier keiner mehr. Wenn nicht, dann finde ich in den Gebäuden welche gleich. Hol ich schon mal die Velvet raus. Ey. Ah, dreckiger Stuhl. Aha. Stuhl ist mein größter Feind. Na verdammt, unzerstörbar. Unzerstörbarer Feind. Ist hier nix? Kann ich echt nur kurz hier Muni aufheben und das war's? Eigentlich das fette Paket da. Okay, ich muss da. Hotel. In da Hotel. Schauen, muss ich eigentlich hier. Ach verdammt. Rein. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal rein. Schauen, vielleicht haben hier ein paar Leute eingecheckt. Vielleicht kann ich einen Besuch abstatten. Wäre noch geil, wenn irgendwelche Affen im Hotelzimmer wären. Tot. Ja, ich glaube, es gibt kein Hotelzimmer mehr. Ah, das ist Brandenburger Tor. Ah, heftig. Oh. Ein bisschen Muni für mich. Oh, Backe. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe, Backe, Backe. Der muss ja erst sterben. Abwarten. So. Ein sauberer Treffer und... direkt angreifen, ne? Ich finde das lustig, denn es hat ist eine Bombe eingeschlagen. Ihr wisst gar nicht, dass er explodiert ist. Ihr habt es nicht mal gesehen. Da ballern die mich an. Was haben die denn für Manieren? Ich meine Begrüßung. Stopp! Ey. Ey. Oh. Scheiße, Mann. Von wo werde ich eigentlich beschissen? So, jetzt habe ich den mal erstmal dick beschissen. Damit er mich nicht mehr bescheißen kann. Jetzt muss ich den nächsten Affen bescheißen. Damit sie mich nicht mehr bescheißen können. Ey, hör auf zu bescheißen. Gut. Sind die ganzen Bescheißer. Immer nur am Bescheißen hier. Jetzt wird aber... Oh ja, das hat gesessen. F, von wo? Ah, okay. Und. Schön. Eieiei, das kann ja heiter werden. Vor allem, da ich sein scheiß Tankding nicht auf der Seite ist.
Ficken. Wo ist er? Da. Aua, ja, das tut ja. Ich muss da hoch. Alter, wie soll ich denn da hoch? Ah, okay. Nicht so ein Beschiss. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr klar. So, bei jedem Schuss töte ich einen ganz normalen Soldaten, damit die nicht direkt beim Panzer ausrasten. Machen die Sache ganz einfach. Ich sehe gar keinen. Na, scheiße. Bombe. Komm jetzt. Die Bombe hört auf mich. Schön. So, den muss ich. So, dann räume ich ganz langsam aber sicher die, dass sie die den Platz her frei. Ui, da habe ich aber schon mal erwischt, seine schöne Lunge. So, komm, Bombe. Boah, ich dachte schon, der kommt nicht mehr aus seinem Ding raus. Sein Versteck, die Sau. Okay, als nächstes ist der Panzer. Ich bin, glaube ich, erstmal zurück in meinen Bereich. Von hier aus habe ich so ein bisschen Schutz. Komm. So, komm, regt euch auf. So, euer Panzer im Arsch ist. Bleib erstaunlich ruhig. Sniper ist auch nicht da. Bin ich aber erstaunt gerade. Fuck. Scheiß Feuer, ey. Okay. Sind die? Da ist gar keiner. Doch, da. So, und ein weiterer ist tot. Das ist ja keine rechts, das ist ja keine. Okay, den muss ich ausschalten. Okay. Mir sieht nicht keiner. Gehe ich hier rechts rüber, damit ich so ein bisschen mehr Blick auf den hinteren Platz hier habe. Okay,
Okay, soweit so gut. Erstaunlich ruhig. Also sagst du, ich habe alles hier freigeräumt. Wie ruhig das ist, ne? Schön. Der Panzer ist, glaube ich, unbemannt. Zu unserem Glück. Echt, der Platz ist leer. Erstaunlich. Ich gehe mal eben hier hoch. Falls da noch irgendwelche verstecken. Obwohl, wenn ich aufs Dach komme, könnte ich noch ein bisschen den Platz eben überblicken. Ah, okay, hier ist nur ein Goldbarren. Naja. Wenigstens etwas. Ah, haben ihre schönen Flaggen hier aufgehängt. Aha. Okay, hier können wir hoffentlich hoch. Und noch ein Goldbarren. Da wäre, glaube ich, schon zwei. Oder? Muss ich kurz überlegen. Oh, da ist die Sau. Na, guck dir mal alles schön an. Ach verdammt, ich muss ja noch hoch. Ich hoffe mal, hier ist oben keiner. Also auf dem Tor. Und weh, wenn. Ja, voller Beschiss. Ich will auf dem Brandenburger Tor. Junge. Oh. Ich habe keinen Atem mehr, scheiße, ich muss atmen. Atme, atme, atme schneller. Atme. So, das wird ein sauberer Treffer. Komm schon. Oh mein, wie guckt der denn? Hardcore verschissen. Wo ich ihn in den Kopf getroffen habe. Die Schlacht von Berlin endete um 8.23 Uhr am 2. Mai 1945, als General Weidling die Kapitulation der deutschen Streitkräfte General Tschulkow von der Roten Armee übermittelte. Das ist eine Weinflasche! Später war der Krieg beendet, aber schon begann ein neuer Krieg. Der Kalte Krieg. Und ich war sein erster Soldat. Oh, schon zu Ende. Krass. Oh, und da war noch eine scheiß Weinflasche oben drauf. Mein Gott, die kann ich jeden mal sehen. Weiß nicht, wie lange war das Spiel jetzt eigentlich? Also nicht wirklich so lang. Ich meine, das sind jetzt vielleicht an die 20 Parts oder so gewesen. Eigentlich ganz in Ordnung. Jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht, was ich auf jeden Fall im Spiel geil finde, ist ja sowieso immer noch diese geilen Zeitlupen-Headshots. Wird nach einer Zeit eventuell so ein bisschen eintönig, aber macht auf jeden Fall trotzdem Spaß. Jetzt am Ende hatte ich auf jeden Fall noch schön Bock gehabt. Und ich werde auf jeden Fall noch diese eine DLC-Mission zocken. Keine Ahnung, das mit Hitler oder so, keine Ahnung. Irgendeine Mission. Jedenfalls eine DLC-Mission. Werde ich auf jeden Fall noch einen Bonus-Part machen und... Ich werde, glaube ich, ab jetzt einfach mal hier die Credits beschleunigen und ich verabschiede mich dann jetzt schon mal. Oder es sei denn, es kommt noch irgendwas nach den Credits, dann sage ich noch eben kurz was. Aber ansonsten sage ich mal, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in irgendeinem anderen Projekt oder jedenfalls dann in dem Bonus-Part noch. Und ja, schön.